Trainerinnen und Trader und damit herzlich willkommen zum Dienstags-Webinar mit den aktuellen Handelsideen, hier präsentiert von Tikme, Ihrem Broker für Forex, Aktienindizes, Rohstoffe, Anleihen und Kryptowährungen. Mein Name ist Mike Seidel und ich heiße alle hier, die uns jetzt live zuschauen, auch herzlich willkommen. Guten Morgen, Olaf. Guten Morgen, Ludger. Ich hoffe, ihr hattet alle einen schönen Start in die neue Woche. Noch an dieser Stelle der kleine Hinweis, wenn Sie Fragen haben hier beim Live-Zuschauen, dann scheuen Sie sich nicht. Stellen Sie Ihre Frage ruhig direkt in den Chat auf Facebook, Ihren Wunschmarkt. Dann schauen wir auch den ein oder anderen Chart gern gemeinsam an. Bevor wir in den, ja, in den Inhalt des Live-Webinars auch hineinschauen, zu Beginn der Risikohinweis, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin kann zu Verlusten führen. Sie riskieren Ihr investiertes Kapital zu verlieren. Und damit starten wir auch gleich mit den Tagesnachrichten. Sie sehen es selbst. Ich habe heute mal die Liste im Kompletten auch eingefügt mit den Nachrichten der niedrigsten Relevanz. Sie sehen, es gibt heute nicht ganz so viel von den hochrelevanten Nachrichten. Und in diesem Bereich starten wir hier mit der höchsten Relevanz, 16 Uhr. Der Herr Powell von der Fed spricht heute Nachmittag, wie schon gesagt, 16 Uhr deutscher Zeit in den USA. Hier steht, er nimmt Stellung. Wir werden sehen, was hier an den Märkten mit dieser Stellungnahme auch angestellt wird. Um 15.15 Uhr gibt es dann auch aus den USA Informationen zur Industrieproduktion und das ist auch schon dann das, was die höchsten Relevanzen für den heutigen Tag auch haben. Um 22.30 Uhr deutscher Zeit gibt es noch ein paar Informationen zum API-Rohöl-Lagerbestand. Das Öl ist ja in den letzten Tagen wieder deutlich unter Druck gekommen. Ich habe mitbekommen, gestern gab es Nachrichten zum Thema Förderausweitung, Förderkürzung in diesem Bereich. Es gab, soweit ich das mitbekommen habe, bezüglich von Restriktionen gegenüber mancher Länder hier entsprechend Informationen am Markt und die hat der Ölpreis dann direkt auch wieder gespiegelt und dann auch mit deutlichen Kursverlusten hier entsprechend reagiert. Ich denke, diejenigen von Ihnen, die den Chart vom WTI mit im Blick haben, werden auch gemerkt haben, dass hier gestern ordentlich die Post nach unten abgegangen ist. Wo schauen wir heute drauf? Wir schauen in den Chart von dem Euro-Schweizer Franken, Euro-Schwedische Krone und das britische Pfund. Kandler. Das sind die Dinge, die wir heute hier mit auf der Uhr haben und damit würde ich ganz gerne auch hier in die Charts reingehen. Ich würde zu Beginn Ihnen gleich noch etwas zeigen, was ich hier in der Vorbereitung direkt auch noch mit auf der Uhr gehabt habe. Das ist etwas Kurzfristigeres, betrifft hier Euro-US-Dollar vom Chart her. Heißt, wir machen uns mal kurz den Euro-US-Dollar auf. Will jetzt hier gar nicht in den Tageschart hineingehen, sondern ich möchte Ihnen gerne etwas anderes zeigen. Schauen Sie, wir hatten hier sozusagen eine flache Overnight-Range, wie ich das so gerne nenne, hier in diesem Bereich. Wenn wir uns mal den Markt zwischen der Nacht, also zwischen gestern Abend 22 Uhr und heute Morgen anschauen, mal gucken, ob ich das hier gleich mit wegbekomme. Kleinen Augenblick, ich mache mal dieses Feld hier raus. So, das brauchen wir jetzt nicht. Was wir jetzt hier brauchen, ist die Overnight Range. Die wollte ich Ihnen einfach mal ganz kurz anzeigen. Heißt also, wir haben jetzt hier den Bereich ab 22 Uhr so in etwa. Also das heißt hier in diesem Bereich, das ist mal so die Overnight Range in ihrer Höhe. Ich muss die jetzt nur mal ganz kurz richtig hier einzeichnen, dass ich an den richtigen Marken bin. 6.45 Uhr, 7, 8, genau da oben hin, so, zack, da oben drauf, hier unten ran, das ist die Overnight Range und das ist eine Range, die ist nicht sehr breit gewesen, das heißt, die ist relativ flach von ihrer Ausformung gewesen und diejenigen, die schon das ein oder andere Mal hier zugeschaut sind, das sind Ranges, die sehr, sehr gut und gerne mal früh morgens um den Handelsbeginn hier bei uns in Deutschland bzw. London in Angriff genommen werden, um hier in eine bestimmte Richtung
Richtung auszubrechen. Und hier hatten wir jetzt entsprechend wieder mal einen Ausbruch nach oben hier. Das Ganze ist hier gekommen vor ein paar Minuten hier an dieser Stelle in der, was war das, in der Viertelnachkerze, also in der Kerze von um bis Viertel, kam hier definitiv der Ausbruch aus. Und wer sich das Ganze auch anschaut, das Ganze kann man dann auch schön in den 5 Minuten sehen, wo man das Ganze auch in dieser Range mit einzeichnen kann. Also hier kann man immer mal reinschauen für das Kurzfristige. Das sind so nicht so die Dinge, die man langfristig planen kann, beziehungsweise die einen langfristigen Nachhalt haben, sondern das ist etwas für das Kurzfristige. Aber wer das hier entsprechend immer mal wieder sieht, der kann das Ganze hier natürlich auch für sein Trading nutzen. Das Ganze gab es auch beim Euro-Britischen Pfund heute Morgen wieder. Hier sehen Sie, das ist die Overnight Range im britischen Pfund, Euro-britisches Pfund, so rum ist es richtig. Und das ist jetzt hier diese Range, also hier auch von der Nacht. Hier oben hat man das Hoch, hier unten das Tief. Und da muss man mal sehen, was der Markt hier entsprechend hat. Ich zeichne das Ganze einfach mal ein, wie das Ganze hier ist. Ich verorte das Ganze gerne noch in den Trends. Das heißt, meinerseits das Trading, ich trade das Ganze sehr, sehr gern in Trendrichtung. Da fühle ich mich einfach wohler damit. Und wir sehen halt hier, dieser Abwärtstrend ist gebrochen. Der Markt läuft hier entsprechend nach oben. Jetzt ging es hier schon drunter. Der Markt hat es aber nicht nach unten nachhaltig durchbrochen. Also es ist jetzt kein Trendhandel, das ist, sondern ich sage mal, ich mag es einfach, wenn der Ausbruch dann in die Richtung kam, wo der vorherige Schub gekommen ist. Das heißt, ich würde hier eher das Teil nach oben präferieren. Wer das von Ihnen auch mit gleitenden Durchschnitten machen möchte, der kann sich hier beispielsweise einfach mal einen 20er gleitenden Durchschnitt reinlegen und damit weiß er dann, wenn der Titel drüber ist, dann ist es eher aufwärtsgerichtet, ist er drunter, ist es eher abwärtsgerichtet. Ein bisschen blöd ist es, wenn der hier so rumtingelt, da weiß man nicht genau, wo es hingeht. Aber das sind Dinge, die sind dann für die eigenen Strategien halt wichtig, wo wir als Trader halt wissen müssen, was läuft denn hier, was wollen wir entsprechend im Markt in der Ausrichtung machen. Und damit genug von den kurzfristigen Ideen hier, denn in den Chart vom Euro-Schweizer Franken hinein. Und da blicken wir erst einmal auch wieder in den Tageschart hinein. Wir haben hier die Situation geschaffen. Jetzt muss ich bloß mal ganz kurz gucken, dass ich das wieder etwas größer zoome, dass wir hier sozusagen jetzt den Markt, wir hatten den vor einigen Tagen schon mal gesprochen, in der Situation haben, dass hier tatsächlich ein Aufwärtstrend entstanden ist. Als wir den Titel das letzte Mal betrachtet hatten, waren wir hier kurz unter diesem Punkt, unter der Marke von 1,16558 angelangt. Das heißt, der Markt lief hier schön nach oben und damals hatten wir darüber gesprochen, mit einem Überschreiten dieser Marke etabliert sich hier sozusagen im großen Bild ein Aufwärtstrend. Und das, was wir hier in Blau eingezeichnet sind, ist dann hier der Bewegungstrend. So, und jetzt gab es gestern hier die Situation, schauen Sie, dass wir hier oben hier in diesen Bereich reingelaufen sind schon mal und hier oben so eine leichte Top-Formation sich gebildet hat. Das sieht man in den kleineren Zeiteinheiten. Das heißt, der Markt wollte hier nicht so wirklich stark oben drüber. Das ist halt eher dann ein Zeichen für das Thema, dass der Markt etwas in Korrektur gehen will. Das heißt, nicht gleich oben drüber springen möchte. So, wenn wir hier in Korrektur kommen, Sie sehen auch zwischen diesem Tiefpunkt hier unten, zwischen dem aktuellen Korrekturtief des blauen Trends und dem Hoch ist nicht so wirklich wahnsinnig viel Platz. Das heißt, das ist wirklich eher was für die kleineren Zeiteinheiten zum Traden. Wer das hier nach unten traden möchte, kann das natürlich tun. Was ist auf der Unterseite da, wenn die Korrektur noch ein bisschen weiterlaufen sollte? Da ist zum einen erstmal hier unten der Bereich um den Ausbruch hier, wo dieser Aufwärtstrend, dieser schwarze Aufwärtstrend entstanden ist, um die 1,16558 im Raum zu sehen. Da ist es so, dass die Märkte gerne mal hier unten ranlaufen und dann wieder nach oben abspringen, so wie das hier bei dieser Kerze hier entsprechend gewesen ist. Das ist gut und gerne möglich. Auf der anderen Seite wäre es auch noch möglich, dass die Korrektur etwas tiefer läuft. Hier unten haben wir einen Unterstützungsbereich, Sie sehen es am Korrekturtief des blau eingezeichneten Trends bei 1,16211. So, das ist mal dieser Bereich hier unten, wo die Korrektur hinlaufen könnte. Ein Bruch wäre ungünstig, das heißt, da wäre erstmal dieser blaue Trend gebrochen. Das wird jetzt dem Großen hier nichts tun, der könnte natürlich bis hier runter korrigieren, aber wir wollen ja hier ein kurzfristiges Szenario planen, heißt also hier auf der Korrekturseite wäre es schön, wenn der Markt spätestens hier auch anhält. Das ist das eine Szenario, was hier passieren können. Was ist ja das, was der Markt gestern angefangen hat, hier entsprechend zu spielen. Die andere Seite ist, dass wir hier sagen, okay, der Markt hat tief genug korrigiert. Das heißt, wenn wir uns mal die Bewegung dieses Trends hier anschauen, dann sind wir halt auch in den Bereich von etwas über 50% an die 60% in die Korrektur halt entsprechend hier über diese Kerzen reingelaufen. Das heißt, auf dieser kleinen, kurzen Ebene her wäre das schon ein Markt oder eine Stelle, wo wir definitiv das Ganze auch als relativ tiefe Korrektur mittlerweile auch betrachten können, was das
Kleinere angeht. Und wenn der Markt dann hier unten rumdreht, dann haben wir auf der Oberseite ein paar Anlaufpunkte. Zum Ersten natürlich logischerweise hier entsprechend das Trend hoch. Das ist das Erste. Das Zweite wären dann die Anlaufpunkte hier auf der Oberseite, wo wir hier ein paar Tageshochs auch stehen haben, wo der Markt ohne weiteres im mittelfristigen Bereich dann auch reinlaufen kann. Also mittelfristig heißt jetzt nicht die nächsten 2-3 Wochen, sondern wenn er hier dynamisch hochläuft, kann das schon in den nächsten Tagen passieren. Erster Anlaufpunkt wäre entsprechend das Tageshoch vom 22.05. um die Marke von 1,17724, und dann haben wir hier oben noch ein paar mehr liegen, 1,18, 1,74, und dann folgt das nächste bei 1,18, 3,99. Also Sie sehen, wir haben hier einiges vor uns liegen. Hier liegt auch noch eins bei 1,18, 5,79 auf der Oberseite. Also wir haben Anlaufpunkte nach oben, wir haben etwas Strategie nach unten für das kurzfristige Trading, alles hier in diesem Markt besprochen. Nun müssen wir sehen, was hier uns der Chart bildet. Wenn wir das in der Stunde mal sehen, sehen wir halt die Abwärtsbewegung hier. Ich mache das mal etwas kleiner. Der Korrektur entsprechend hier mit den Hochlauf, und hier ist das, was wir momentan in den 15 Minuten sehen. Entsprechend hier läuft der Markt jetzt wieder hoch. Er hat das oben rausgenommen. Wenn sich dieser Trend jetzt nach oben fortsetzt, wäre das kurzfristig ein Signal dafür, dass der blau eingezeichnete Trend wieder nach oben laufen würde. Heißt also hier beispielsweise mit Blick in diese 15 Minuten, wir sehen es hier, haben wir jetzt wieder einen Aufwärtstrend etabliert. Der hat die Trendhochs hier an dieser Stelle rausgenommen und damit einen ersten Bruch des Ganzen initiiert. Jetzt kommt es halt darauf an, dass der Markt weiter nach oben läuft, und diesen nach oben laufenden Trend, der würde dann halt in die Richtung der Stunde gehen. Das heißt, dass die Stunde hier entsprechend hier weiter nach oben läuft, und wenn die Stunde hochläuft, ist dann das Zeichen, dass wir hier in den Markt wieder in Richtung des übergeordneten blauen Trends einsteigen können, und dann setzt sich dieser entsprechende Trend hier nach oben weiter fort. Und damit zum nächsten Währungspaar, auch im Euro angebunden, und zwar Euro-Schwedische Krone. Interessant hier an dieser Stelle im Tageschart auch sehr schön zu sehen. Wir hatten hier eine initiale starke Bewegung nach oben, die diesen Abwärtstrend, den wir hier vorherrschend hatten, gebrochen hat, rausgenommen hat. Danach gab es eine sehr, sehr kräftige und schnelle Korrektur auf der Unterseite mit ein bisschen hin und her hier in diesem Bereich, wo sich dann ein leichter Boden gebildet hat, um die 10,21488, und damit hat der Markt dann nach oben gedreht und ist hier an diesem Bereich von 10,39518 zum Stehen gekommen. Jetzt tendiert das so ein klein wenig nach unten. Wir sehen die Kerze hier von gestern. Das war eine definitiv abwärtsgerichtete Kerze. Das heißt, da war hier der erste Abverkauf vom 13. wurde hier bestätigt. Und wenn sich das Ganze jetzt nach unten fortsetzt, dann haben wir durchaus die Möglichkeit, dass der Markt hier nach unten läuft. Das heißt, was jetzt hier an dieser Stelle interessant ist, ist das zu sehen, was macht der Markt jetzt hier. Wir hatten ja diese initiale Bruchbewegung nach oben. Dann gab es die starke Korrektur. Und jetzt stehen wir hier so mittendrin. Heißt also, was jetzt hier passieren kann, ist zum einen entweder der Markt läuft hier nach unten in diesen Bereich hier unten rein und bildet hier unten einen Abwärtstrend, oder er läuft zumindest erstmal hier bis in diesen Bodenbereich hinein, den ich genannt habe, den ich ja auch grün markiert habe. Da ist auch einiges am Platz nach unten sozusagen auch möglich. Da haben wir die Anlaufpunkte auf der Unterseite. Die liegen hier in diesem Bereich. Das habe ich Ihnen markiert. Ich mache das Ganze mal etwas größer. Da können wir das Ganze auch ein bisschen besser lesen. Das heißt, das sind die Tiefs, die wir unten liegen haben, bei 10,25535, 10,24853 und die 10,23488. Das heißt, das sind dann hier diese Tagestiefs, die ich Ihnen entsprechend hier markiert habe. Das ist der Punkt, der hier an dieser Stelle entsprechend auch am Laufen ist. Das heißt, wenn wir hier die weitere Abwärtsbewegung kommen, ist das die Dynamik, die sich nach unten entwickeln kann. Das wäre das Erste. Macht der Markt allerdings Folgendes, dass wir hier die Aufwärtsbewegung gesehen haben, dann entsprechend hier jetzt eine Korrektur sehen und wir wieder rumdrehen, dann wäre es natürlich opportun, dass der Markt entsprechend hier erst einmal den Hochpunkt hier oben anläuft, den markierten Hochpunkt bei 10,39518, dann wäre hier in greifbarer Nähe ein Tageshoch um die Marke von 10,43750, und hier oben steht dann natürlich das Hoch dieser ersten initialen Bewegung bei 10,47378. Das ist das, was auf der Oberseite im Raum ist. Das heißt, wir müssen jetzt hier einfach nur schauen, was macht der Markt denn untergeordnet, und da sehen wir momentan sehr schön laufen diesen herrlichen Abwärtstrend hier in diesem Bereich. Wird er gebrochen, ist das eher das Szenario,
er spielt wieder die Kurse nach oben, läuft er weiter, ist das dann eher das Szenario, dass wir die tieferen Bereiche, also das, was dann hier unten im Markt liegt, entsprechend auch anlaufen kann. Also das zur Idee in Euro-Schwedische Krone. Und da schauen wir dann als nächstes noch in den britischen Pfund Kanndollar hinein, auch wieder die interessante Sichtweise erst einmal hier im Tageschart drinnen. Was ist interessant hier auch an diesem Beispiel zu sehen? Wir haben hier einen schönen dynamischen Aufwärtsschub gehabt. Wir haben schön einen Trend, den wir hier sehr gut sehen konnten. Auch dieser Trend wurde extrem dynamisch nach unten rausgenommen, gebrochen. Und jetzt haben wir hier einen Markt gehabt, der so leicht nach oben gelaufen ist, jetzt wieder leicht nach unten läuft. Aber er tingelt hier so ein bisschen rum. Wir sehen das an diesen Spikes nach unten und nach oben. Und diese Spikes von unten nach oben und von oben nach unten haben halt entsprechend hier zur Ausbildung einer Range geführt. Diese Range ist obenrum begrenzt bei 1,74587 und untenrum bei 1,72894 in diesen Bereichen das Ganze hier begrenzt. Und das gibt uns natürlich immer wieder die Möglichkeit, hier Trades zu suchen zwischen diesen Levels, das heißt auf der Ober- und auf der Unterseite. Und ich habe diesen Wert hier reingenommen, weil diese Spikes, die oben und unten entstehen, halt für die kurzfristigen Trader sehr, sehr interessant sein können, weil immer dann, wenn wir oben ranlaufen, dann kann natürlich im kurzfristigen Bereich davon profitiert werden, dass wir bei so einem Ranlaufen die Gegenposition aufmachen. Das wäre hier das erste Szenario. Das zweite Szenario ist ein eher mittelfristigeres Szenario, heißt also, wenn der Markt oben drüber bricht, über diese Linie, über diese Begrenzungslinie oben drüber hinaus, dann haben wir hier den ersten Anlaufpunkt, Sie sehen es hier drüben bei 1,74955 und ein zweiter Anlaufpunkt wäre dann beispielsweise hier im Chart ersichtlich bei 1,76175, also das im Schub nach oben, das wäre das mittelfristige. Das andere Szenario auf der Unterseite wäre ein Bruch hier unten raus, müssten wir erstmal wirklich wieder zu 1,72914 runterlaufen, da würde dann der nächste Anlaufpunkt hier unten in diesem Bereich dieser beiden Tagestiefs stehen, das wäre dann die 1,71,96, nur so über den Daumen als nächster Anlaufpunkt in diesem Bereich. Und jetzt noch etwas, was im mittelfristigen Bereich durchaus ein Szenario ist, das nicht unmöglich ist. Schauen Sie, wir haben jetzt hier entsprechend die Bewegung, wir haben jetzt hier entsprechend eine Korrektur. Heißt also, wenn der Markt hier unten drunter rausläuft, dann haben wir einen Abwärtstrend, der sich nach unten gebildet hat. Dieses Szenario steht natürlich mittelfristig auch immer im Raum. Bitte entschuldigen Sie das jetzt hier, dass die Zeichen nicht richtig ist. Der ist einfach hier runtergesprungen. Diese Punkte gehören natürlich logischerweise hier oben ran, damit das Ganze Bild auch korrekt ist, und damit zieht der Markt dann, wenn wir hier unten runterbrechen, hier unten durch und hat dann einen Abwärtstrend gebildet. Also Sie sehen, dieses Konstrukt, das wir hier in diesem Chart haben momentan, bietet Raum für viele diverse Handelsansätze, und aus diesem Grund ist mir das gestern ins Auge gesprungen bei der Planung des Ganzen, und das ist natürlich hier das, was wir entsprechend hier nach unten, nach oben beziehungsweise zwischen diesen Ranges hier mit traden können. Und wenn man sich diese Range auch mal in der Stunde anschaut, dann sieht man auch, warum in Ranges mittelfristige Trades einfach keinen Sinn machen. Sie sehen es selber, das ist halt immer erratisch. Hier läuft es mal ein bisschen nach oben, Bruch wieder weg, dann wieder ein bisschen nach oben, Spike runter, hoch das Ganze. Es ist relativ schwierig, aber was halt immer wieder gut möglich ist, wenn man sich die kleineren Zeiteinheiten nimmt und dann sozusagen hier diese Ranges auf der Ober- oder Unterseite entsprechend anpackt, dann hat man hier, schauen Sie sich mal, wie schön wir hier Kleinsttrends bekommen in den kleineren Zeiteinheiten. Das sind dann die Dinge, die man wirklich auch gut zum Trading benutzen kann und dann hier eine Abpreisstrategie kurzfristig traden kann oder aber sowas wie hier beispielsweise, wenn der Markt uns längeren Lauf nach unten gibt, das Ganze dann natürlich auch ran zu traden. Also alles möglich in den kleineren Zeiteinheiten. Es ist halt wichtig, dass das entsprechend zu Ihrer eigenen Handelsstrategie passt und dann können Sie hier mittlerweile auch gut drinnen traden. Es ist halt wichtig, dass die Ziele dann entsprechend auch zum Zeithorizont passen und alles andere ist dann völlig in Ordnung. Und damit bin ich für die heutige Besprechung der Handelsideen soweit auch fertig. Ich hoffe, Sie konnten das ein oder andere mitnehmen. Fragen sehe ich jetzt hier im Chat auf Facebook nicht. An der Stelle einen herzlichen Dank für Ihre Zeit hier beim Zuschauen. All diejenigen von Ihnen, die das Ganze im Nachgang auch anschauen, wenn Sie mögen, seien Sie morgen um 8.30 Uhr live dabei und stellen Sie die ein oder andere Frage. Allerspätestens um 8 Uhr gibt es dann wieder den Blog-Eintrag morgen auf der Seite von Tikmil und um 8.30 Uhr dann sehen wir uns wieder hier live. Allen hier gute Trades, einen schönen sommerlichen Dienstag und bis morgen. Machen Sie es gut, Ihr Mike Seidel.